Hallo zusammen, ich bin's, euer Fitzbahn mit dem Spiel Prison Architect. Und zwar in der Alpha 29, ist ja ganz neu jetzt rausgekommen. Und wir waren dabei, unseren Hochsicherheitstrakt einzurichten, wenn ich mich recht entsinne. Und das Ganze sollte auch funktionieren. Es gibt ein paar Neuerungen, und zwar neue Räumlichkeiten. Nämlich einmal die Kapelle, die Bücherei und den Besprechungsraum, wo über die frühzeitige Entlassung von Häftlingen entschieden wird. Die werden wir wohl jetzt noch bauen müssen, weil vor allem die Library und die Kapelle brauchen wir auf jeden Fall. Das müssen wir machen, weil damit mit der Kapelle können wir einen Effekt erreichen, dass, ja, wenn Häftlinge in die Kapelle gehen und ihrem Glauben danach gehen können, dann sind die etwas handsamer, sage ich mal. Und das ist auch ein Area, hat einen Effect of Area oder Area of Effect, der überträgt sich dann für 24 Stunden auch ein bisschen auf andere Häftlinge. Und dadurch können wir dann, ja, das Risiko im Gefängnis etwas minimieren. Ja, ich glaube, soweit kann man das als Erklärung gelten lassen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen hier, weil es ist ja jetzt schon über 3 Monate her, dass ich was gemacht habe. Okay, dann überlegen wir mal, wo wir was hinmachen. Die Häftlinge kommen in 30 Minuten. Und wir werden aber auf jeden Fall noch ein paar Wachen holen. Das brauchen wir. Na, da komme ich. Aha. Ja, weil ansonsten haben wir ein Problem. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier auch noch Wachen zuteilen. Hier kommt eine rein, da kommt eine rein. Ach so, das hat er alles weggemacht. So ein Shit. Da, hier, hier, hier. Wo tun wir denn noch irgendwelche stationär hin? Hier im Besucherraum. Küche. Brauchen wir jemanden in der Küche? Wenn nicht so wirklich, ne? Nee. Okay. Max Security, machen wir das. Damit die Leute auch nur dahin kommen. Gucken wir mal. Staff only. Eigentlich das. Das. Das und das. Das ist nur für die. Mal, die Patrouillenrouten sind so noch okay. Guard Patrols auch. Gut. Lassen wir das Ganze erstmal so dabei. In der Hoffnung, dass das auch funktioniert. Hier müssen wir ein bisschen gucken, wie es aussieht mit den Essen und so. Ob wir die Kantine noch erweitern müssen. Ich würde den Zugang trotzdem gerne nur darüber laufen lassen. Da wir ja Kohle haben, bauen wir jetzt auf jeden Fall noch 2 Gebäude. Das müsste ausreichen. So. Da brauchen wir natürlich noch Türen. So. Und dann machen wir da hier eine Kapelle, hier die Bücherei. Ja. Dann können wir gucken, dass wir hier noch einen schönen Weg hinmachen. So. Hier haben wir auch genügend Platz, also sollte auch nichts von außen reingeworfen werden können.
Hätten wir die Gebäude vielleicht noch ein bisschen nach darüber schieben können, aber egal. Lassen wir das Ganze einfach mal so. Können vielleicht hier noch in dem Aufenthaltsraum noch ein bisschen was machen. Wo haben wir es denn hier? Haben wir ungünstig hingestellt da, ne? Alles mal so. Und so. Und so. Ja. Ich denke, das passt so. Lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Können wir noch 22 aufnehmen? Nein, das können wir nicht. Dann müssen wir das unterbinden. Prisoners intake close. Lassen wir das erstmal. Wir verdienen ja dennoch Kohle. Von daher passt das. So, dann können wir hier jetzt die Türen auch wieder in den normalen Modus versetzen. Weil es ist ja fertig gebaut. Das hatte ich ja gemacht, damit die Arbeiter da ja besser rein und raus können. Mir fehlt immer noch eine Funktion, dass man das alles ja mit einem Klick machen kann. Das lassen wir auch zu, weil das ist ja Hochrisikobereich. Dann sollten wir den vielleicht auch noch einen eigenen Bereich geben, wo die relaxen können. Zumindest einen eigenen Hof. Dann müssten wir aber hier noch eine Tür hinmachen, ne? Ah ne, da haben wir ja schon eine. Pass auf, dann machen wir die mal. Normal, genau. Gucken mal, ob wir noch einen Motor finden. Das war, glaube ich, hierbei. Genau. Ein Türservo. Muss ich den da drauf setzen? So, oder? Wir setzen jetzt einfach mal so rein. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Und dann verbinden wir den noch. Weil das kann ja ruhig automatisch sein. Den Hof, den machen wir hier hin. Aber eingezäunt. Es kostet alles das Gleiche. Nehmen wir einfach mal Ziegelwände. Türchen rein. Und das könnten wir rein theoretisch auch Zeit steuern. Machen das natürlich auch schön. Momentchen. So, machen wir außenrum. Straße, nee. Pflastersteine. Das ist okay. So. Die Tür sitzt da schon. Die machen wir erstmal auf. Da müssen wir uns dann später drum kümmern.
Naja, hat natürlich wieder wunderbar geklappt hier. Deswegen hasse ich es, die Türen direkt da so reinzusetzen, weil die kommen ja jetzt nicht da raus. Na komm, bau ab. So, und jetzt bau sie rein. So, das... Rooms. Yard. War doch, ne? Warum baut er die jetzt nicht da rein? Das müssen wir dann als Max Security. Also, hier haben wir das schon fertig. Das ist auch gut. Momentchen. Doch, war richtig. Hier wollten wir die Kapelle reinmachen. So, und da die... Nee, falsch rum. Hier sollte die Bücherei rein. Weil das sind nämlich auch Arbeitsplätze. Und hier kommt die Kapelle rein. Da brauchen wir... Okay, alles klar. Wir brauchen einen... Oder eher gesagt... Zwei. Machen wir mal zwei, ja. Ja, machen wir zwei. Schreibt also solche Tische da rein. So. So und so. Jetzt ist die richtig schön vollgestellt. Und hier brauchen wir einen Altar. Den setzen wir mal dahin. So, und da gab es noch Gebetsteppiche. Da. So. Hätten wir dies. Jetzt müssen wir dann natürlich noch mit Strom versorgen. Das habe ich jetzt vergessen. Weil ohne Strom kein Licht. Da gehen wir, glaube ich, von hier. Ja, warum nicht? Gehen wir einmal hier so hoch. Also auch wenn ich jetzt eine ganze Weile lang Prison Architect nicht gespielt habe, das Spiel ist trotzdem geil. Vor allem der Entwicklungsfortschritt davon ist recht gut. Ne? Also so für Early Access und die ganze Scheiße, die man da so mit gehört hat, ich, Space Base D9 oder irgendwie sowas, ist ja wohl das schlechteste Beispiel dafür. Nee, das war es doch nicht, oder? Wie ging das denn jetzt nochmal? Deployment. Logistik. Ne, Utility. Doch, Door Control. Okay, pass auf. Wenn ich jetzt dich anklicke. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ah, warte mal hier. Connect. So. Dahin. So, und dann
dann sollte das doch funktionieren, oder nicht? Ach, der hat noch keinen Strom, okay. La la la. Dann brauchst du noch Strom. So. Machen wir mal ein bisschen schneller. Oh, ein Totenhammer. Ist nicht schön. Aber wir scheinen auch ganz gut hinzukommen. Was das Essen betrifft und die Zufriedenheit vor allem hier. So, Deployment. Also da gibt es noch Scheren zu. Gut, an und für sich sind wir ja doch ganz gut aufgestellt. Aber ich muss hier trotzdem noch ein bisschen rumgucken, rumprobieren. Was denn? War doch bei Deployment, oder nicht? Wo konnte ich die Jobs nochmal vergeben? Ach doch bloß, ich muss hier noch irgendwas erforschen. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Zellenblock C. Ja, auf 100, da kommen wir bestimmt noch drauf. Programme. Das haben wir richtig gemacht. Das passt auch noch. Wie sehr das angenommen wird. Heidewitzka, wie ging das nochmal? Wie konnte ich nochmal die Arbeit dazu weisen? Das war es nicht, das auch nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Hier.